Ah, da steht ein Name. Xylophone Y. Zimmerman. Jede Den hat man schon. Ah, da steht ein Name. Xylophone. Jede Menge. Ah, da steht ein Name. Adeline A. Apricot. Jede Menge nutzlose Informationen. Macht überhaupt keinen Sinn, dass es später erst funktioniert. Ah, da steht ein Name. Jeffrey J. Jumper. Jede Menge nutzlose. Ich wollte schon immer ein Deo, das nach Moor riecht. Hey, das riecht genau wie das Taschentuch, nur intensiver. Hör auf! Hey, das riecht genau wie das Taschentuch, nur intensiver. Erinnert dich das an etwas? Nicht wirklich, nein. Mann, den Geruch kenne ich nur zu gut. Ich darf mich nicht beschweren. Immerhin ist David B. Supper mein bester Kunde. David B. Supper? Der Mann kauft hier regelmäßig künstliche Nasen. Wirklich? Er ist, wirklich ein guter Freund von mir, ja? Wir haben uns aus den Augen verloren und, ich vermisse ihn so sehr, dass ich eine Duftprobe angefertigt habe, die mich an ihn erinnert. Okay, zu viele Informationen. Ich folge einer eisernen Regel. Nicht fragen, nicht riechen. Trotzdem, wenn Sie wissen, wo ich meinen Freund finden kann, wäre mir das eine große Hilfe. Oh ja, sicher. Er lebt in den Sümpfen der verlorenen Zeit. Ohne die Wegbeschreibung, die er mir gab, findest du nie zu ihm. Und die Wegbeschreibung ist irgendwo in meinem automatischen Karteisystem. Großartig. Kann ich die Wegbeschreibung haben? Leider nein. Vor einiger Zeit ist Pongo, mein Karteiaffe, durchgebrannt. Er war der Einzige, der das automatische Karteisystem bedienen konnte. Tja, deshalb habe ich keine Ahnung, wie ich die Wegbeschreibung finden soll. Aber wenn du es selbst versuchen möchtest, nur zu. Hier sind alle nötigen Schalter. Wie das wieder resettet wurde, oder? Hast du gerade geguckt oder was? Ist das auch wieder so ein Try and Error oder kriegt man das irgendwie raus? Ah, da steht ein Name. Barnaby S. Picklefinch. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen.
da steht ein Name. Sean P. Clarkenator. Jede Menge... Clark. Da steht ein Name, Niles D. Reaver. Jede Menge nutzlose Informationen, Rezepte für Protein. Da steht ein Name, Jeffrey J. Jumper. Jede Menge nutzlose Informationen, Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Also der Name von dem Dieb ist random, meinst du? Also Kaktus ist J, Kürbis ist J. Oder was? Ah, da steht ein Name. Nathaniel O. Search. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Typ. Ich hab's vergessen. Igitte! Hör auf, mich mit dem Zeug anzusprühen! Tut mir leid, aber ich wollte ganz sicher sein. Zu wem, sagten Sie, gehört dieser Geruch? Wie schon gesagt, er gehört zu David B. Supper. Danke! Deswegen Hase, Hase, Affe. Das ist eine Wegbeschreibung zu Pegnoses Haus. Komisch, sieht eher aus wie ein Fahrplan. Vielen Dank für die Hilfe. Warst ja fast richtig, war mit Hase, Affe, Affe. Hey, also, das hier. Ein einfaches Floß. Aber ich habe noch gar keine Uhr. Dann weiß ich gar nicht, wie spät es ist.
abgesperrt. Aber die hören ja nicht auf zu spielen. Ach, deswegen die Termiten, dass sie die Schachfiguren aufessen, wa? Okay. Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Sagt mal, Leute, ist der Kevin eigentlich da? Der wollte auch das Spiel sehen, oder? Irre ich mich. Käsefresser! Ihr Bede. Womit? Hier ist kein falscher Arm nötig. Womit? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Nö, das funktioniert nicht. Was dann? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Hornochse! Was für eine abgedrehte Ente bist du denn? Mau. Mu? Was für eine abgedrehte Ente bist du denn? Peruanisches Erdferkel! Soft Rocker! Das ist die zweitgrößte Ente, die ich jemals in der Hose hatte. Ich hab gedacht, mit den Termiten muss ich das hier machen, aber irgendwie... Irgendwie geht das nicht. Schmalztopf! Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Puh, das Zeug. Möchte gern Falstaff. Ja, würde ich ja gerne, aber meinst du, es geht? Quallenquäler! Die beiden würden mir vermutlich die Hand abhacken. Flohsack! Affenarsch! Schweißbeutel! Nasenbär!
Schmalztopf! Hier ist kein falscher Arm nötig. Womit? Sesselpupser! Hier ist kein falscher Arm nötig. Peruanisches Erdferkel! Schon schwierig genug. Nein, ich muss auf meinen Cholesterinspiegel achten. Käsefresser! Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Nasenbär! Flohsack! Ja, aber ich darf nicht, siehst du doch. Affenarsch! Mächtigeren Falstaff! Muss ich einen anderen Knopf drücken? Fallenquäler! Schweißbeutel! Muss einen anderen Knopf drücken, okay. Ein einfaches Floß. Das hebe ich nicht auf. Das ist eine einfache Uhr mit Stoppfunktion. Ja, und? Warum benutzt er die nicht? What the fuck? Hier, was machst du? Hallo? Mach doch mal das Menü auf. Nach allem, was ich durchgemacht habe, gebe ich das nicht mehr her. Sollst du es dir auch angucken? Nach allem, was ich durchgemacht habe, gebe ich das nicht mehr her. Hallo, du sollst es dir angucken. Das hebe ich nicht auf. Das ist eine Wegbeschreibung zu Pegnoses Haus. Komisch, sieht eher aus wie ein Fahrplan. Was ist denn hier 4:50 Uhr? Gar nichts.
Oder geht's noch weiter? Beschreibung zu komisch. Sieht eher aus wie ein Fahrplan. Nee, geht nicht weiter. Das ist ein komisch. Sieht eher aus. Ich muss woanders hin. What? Ich muss woanders hin. Ist die Uhr irgendwie falsch? Das ist eine Wegbeschreibung zu Pegnoses Haus. Komisch, sieht eher aus wie ein Fahrplan. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Was jetzt?
Steht sich drauf. Buchstaben geben die Richtungen. Abgesperrt. Da war es jetzt 50.000 Mal dein Scheißstab in den... Ich hab nicht mal was gedrückt, Alter! Und dann nimmt den Stab wieder raus. Ich drücke nicht. Aber ist okay. Ja, für 20 haben wir nicht. Ich sehe keinen Buchstaben, der mir jetzt irgendwie eine Richtung zeigt. Also, muss ich raten? Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. War wo falsch geraten? Alles klar. Das ist jetzt 6.55 Uhr. Hier ist keine 6.55 Uhr. Hier gibt es so 12.15 Uhr, 1 Uhr, 1.15 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 2.40 Uhr, 3.15 Uhr und 3.50 Uhr. Es gibt keine 6.55 Uhr. Das wäre so ein Try and Error und hoffentlich kriegst du es richtig hin, so Rätsel. Das kann ja gar nicht sein. Ich muss jetzt dreimal nach Osten fahren. Laut den Uhrzeiten.
Also kann ich hier nicht falsch sein. Was ist das? 5.15 Uhr haben wir nicht. 3.50 Uhr ist Osten. 3.15 Uhr ist Osten. 2.30 Uhr ist Osten. 2.40 Uhr ist Osten. 2.40 Uhr ist Osten, oder was? Was tut jetzt 3.20 Uhr für? Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Wo steht Westen? Das ist falsch aufgeschrieben? Das ist eine Wegbeschreibung zu Pegnoses Haus. Komisch, sieht eher aus wie ein Fahrplan. Norden steht da, okay. Alles klar. Ja, sieht für mich aus wie ein O. Osten. Norden. Hey, Guybrush. Ich brauche Hilfe. Hier, nimm das. Was soll ich damit? Ich komme aus der Zukunft. Du musst das Tor für mich öffnen. Oh, und das wirst du auch brauchen. Toll. Ein Gummihuhn. Und das. Hey, 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 eine Knarre. Nimm dich in Acht, Pegnose. Wenn du wirklich ich bist, an welche Zahl denke ich gerade? 12. Beängstigend. Das ist die Zahl, an die ich gedacht habe. Dann bist du wirklich ich. Besser nicht. Ich fürchte, diese ganzen Selbstgespräche bringen das Raumzeitkontinuum höllisch ins Schwitzen. Abgesperrt. Y. 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 A. Danke, Guybrush. Du bist der Größte. Oh, ich habe noch etwas für dich. Oh, ein Seil. Das könnte nützlich sein.
Hey, Guybrush, ich brauche Hilfe. Nein, sag nichts. Du würdest ein Paradoxon auslösen. Danke. Ich bin auch vorsichtig. Muss das in derselben Reihenfolge machen oder was? Hier, nimm das. Was soll ich damit? Ich komme aus der Zukunft. Du musst das Tor für mich öffnen. Mann, mach doch mal das Menü auf. Was soll denn der Blödsinn, ey? Und das wirst du auch brauchen. Toll. Ein Gummihuhn. What the fuck, ey? Und das. Hey, 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 eine Knarre. Nimm dich in Acht, Pegnose. Wenn du wirklich ich bist, an welche Zahl denke ich gerade? Zwölf. Beängstigend. Das ist die Zahl, an die ich gedacht habe. Dann bist du wirklich ich. Danke, Guybrush. Du bist der Größte. Oh, ich habe noch etwas für dich. Oh, ein Seil. Das könnte nützlich sein. Das ist ein Kacke, wirklich. So, da er nicht automatisch speichert, wa? Sollten wir vielleicht auch mal machen. So zwischendurch. Und keine schlechte Idee.
Jede Wette, dass eine Menge Krabben in diese Falle passen. Und ich wette, dass man mit diesen riesigen Abständen zwischen den Bullen rein gar nichts fängt. Nein, danke, ich esse lieber im Restaurant. Nein, danke, ich esse lieber... Da drin spricht doch jemand. Wenn ich einen Blick durch das Fenster riskiere, höre ich vielleicht, was sie sagen. Wie gesagt, ich habe meinen Job erledigt. Also, wo bleibt mein Geld? Perfekt. Ah, alles zu seiner Zeit, Mr. Pegnus. Hey, die Stimme kenne ich doch. Das war nur ein Teil des Plans. Wirklich bemerkenswert, wie Sie Guybrush aus dem Weg geschafft und die Erbstücke der Marleys besorgt haben. Ich nehme an, Sie haben sie an einem sicheren Ort versteckt. Natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Der ganze Krempel, für den Sie sich so interessieren, liegt sicher in meiner uneinnehmbaren geheimen Höhle. Dieser Krempel, wie Sie sich ausdrücken, könnte der Schlüssel dazu sein, diese Inseln für alle Zeiten von Piraten zu befreien. Anwesende natürlich ausgenommen. Natürlich. Nun zu meiner Belohnung. Später, mein Freund. Bis dahin bleiben die Erbstücke unser kleines Geheimnis. Verstanden? Kein Sterbenswörtchen. Zu niemandem. Ich möchte nicht, dass meine Pläne durch Ihre Indiskretion zerstört werden. In Ordnung, Mr. Mandrill, wie Sie wollen. Aber wenn Sie mich nicht bald bezahlen, drehe ich Ihnen den Hals um. Es gibt keinen Grund, gewalttätig zu werden. Sie bekommen, was Ihnen zusteht. Das hoffe ich für Sie. Ich muss mich jetzt um meine Geschäfte kümmern. Nun, da wir im Besitz der Erbstücke der Marleys sind, muss ich herausfinden, welcher Zusammenhang zur ultimativen Beleidigung besteht. Ha, Ozzy und Pegnus stecken also unter einer Decke. Wenn ich mit Pegnus fertig bin, werde ich Mr. Mandrill einen kleinen Besuch abstatten. Ich bleibe auf Sicherheitsabstand. Ich möchte nicht, dass Pegnus mich sieht. Da ist keine Scheibe. Also, was soll ich öffnen? Da ist keine Scheibe. Also, was soll ich öffnen? Nein, danke. Wenn ich stinkigen alten Fisch brauche, gehe ich zum Köderladen. Pegnus fängt wohl seinen eigenen Fisch. Nein, danke. Nein, danke. Ich mag lieber Rum, der von Leuten mit funktionierenden Riechorganen hergestellt wurde. Nein, danke. Ich mag... Das ist die Tür zu Pegnoses Hütte. Wenn ich da einfach reinplatze, wird Pegnos mich erschießen. Das hebe ich nicht auf. Das ist das offizielle Symbol des Gouverneursbüros. Lass mich in Ruhe, du dämliche Ente! Der Kerl hat offensichtlich ein Problem mit Enten. Agnosis Panikattacken sind ja ganz witzig, aber meine sind noch besser. Ich bleibe auf Sicherheitsabstand. Ich möchte nicht, dass Pegnos mich sieht. Eine ziemlich unspektakuläre Ente. Hau endlich ab! Flieg nach Süden wie alle anderen! Wo kommen die ganzen Enten her? Der Kerl hat offensichtlich ein Problem mit Enten. Agnosis Panikattacken... Hier ist kein falscher Arm nötig. Hier ist kein falscher Arm nötig. Nee, verstehe ich jetzt nicht. Was will das Spiel von mir? Womit? In der Zeit, wo der draußen rumgackert und Guybrush Threepwood irgendeine Scheiße labert, könnte ich ja reingehen ins Haus. Macht er aber nicht. Eine ziemlich unspektakuläre Ente. Leute.
Schon schmierig genug. Danke für den Tipp, aber ja. Das ist das offizielle Symbol des Gouverneursbüros. Bin ich schon selber drauf gekommen. Trotzdem danke. Lass mich raus! Ha, ich denke nicht daran. Du wanderst ins Loch, Kumpel. Voilà, Inspektor. Hier ist der wahre Schuldige. Was soll das? Er sieht aus wie Pecknose Pete. Ah, lass mich sofort hier raus! Er ist es. Er wollte mir den Banküberfall in die Schuhe schieben. Und jetzt nehmen Sie mir endlich das Fußeisen ab. Ihr habt keine Beweise. Ich habe dich und Ozzy belauscht, als er dich angeheuert hat. Du solltest die Bank überfallen und mir die Sache in die Schuhe schieben. Ha, damit kommst du vor Gericht niemals durch. Er hat recht. Haben Sie so etwas wie Beweise? Die künstliche Nase, die ich Ihnen gegeben habe, ist doch wohl Beweis genug. Tja, nicht wirklich. Die Nase beweist nur, dass Pecknose am Tatort war. Sie beweist aber nicht, dass er auch der Täter ist. Sie müssen beweisen, dass Pecknose im Besitz der Beute war. Aber... So kann ich jedenfalls nichts machen. Aber Sie können ihn doch nicht laufen lassen. Oh, Pete geht nirgendwo hin. Er wird wegen unzähliger anderer Delikte gesucht. Kommen Sie wieder, wenn Sie Ihre Behauptungen beweisen können. Na gut. Wie es Elaine wohl geht. Und darum frage ich euch, meine wackeren Bürger. Können wir es uns leisten, die Zukunft von Mealy Island an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts in die Hände eines Mannes ohne Vergangenheit und ohne Erfahrung zu legen, der uns Piraten nachweislich hasst? Der gesunde Menschenverstand sagt nein. Meine Gegnerin hat recht. Ich bin noch nicht sehr lange auf diesen Inseln. Und es ist doch absolut richtig, dass ich in politischen Dingen relativ unerfahren bin. Aber es bedarf keiner Piratenbraut der siebten Generation, um zu erkennen, dass Mealy Island weit mehr als nur einen, Freizeitgouverneur braucht, der seinen Bürgern zu allem Überfluss nicht einmal Feste und Grog versprechen kann. Schluss! Schluss jetzt! Glaubt ihr tatsächlich, dass euch Charles Freigrog und Feste spendiert? Seid ihr wirklich so dämlich? Ey, nach dem Spiel brauchen wir auch einen Grog, ey. Gab's sowas früher überhaupt? Ich glaube, die hat eher sowas wie Schlamm in den Haaren, oder? Na, wenn das nicht Pecknose Pete ist, der plündernde Pirat. Was willst du von mir, du dämlicher Hornochse mit Pferdeschwanz? Sieh an, der ruchlose Pecknose Pete hat seinen Meister gefunden. Ohne deine verdammte Kampfente bist du nichts. Gib mir zurück, was du mir gestohlen hast, und zwar jetzt. Was faselst du da? Sag mir, wo du die Beute versteckt hast und ich werde dir nicht wehtun. Oh, soll das eine Drohung sein? Das ist deine letzte Chance. Sag mir sofort, wo die Beute ist. Oder was? Oder ich hol meine Ente. Ha! Haustiere sind hier nicht erlaubt. Oder ich koche dich in heißem Öl. Es gibt Schlimmeres. Oder du wirst dir wünschen, dass dir nur deine Nase fehlt. Du hast ja eine mächtig große Klappe. Oder ich frage dich nochmal. Das überrascht mich nicht. Oder ich singe dir Gospel-Songs vor. Ach, dann singe ich dir Gospel-Songs durch die Stirnhöhle vor. Oder nichts. Das dachte ich mir. Was hat Ozzy Mandrill mit der Sache zu tun? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du lügst, ich habe ihn in deinem Unterschlupf gesehen. Du weißt immer noch nicht, was los ist? Du bist wirklich der jämmerlichste Pirat, den ich kenne. Bin ich nicht. Ich bin mächtiger, als du es je sein wirst. Ah, klar. Verschwinde und pflück deinem Weibchen ein paar Blümchen. Was hat Ozzy Mandrill mit der Sache zu tun? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du lügst, ich habe ihn in deinem Unterschlupf gesehen. Du weißt immer noch nicht, was los ist. Bin ich nicht. Ah.
Hat dir wirklich eine Ente die Nase abgeknabbert? Von mir erfährst du nichts. Komm schon, bitte sag mir, wo die Beute ist. Aus mir kriegst du nichts raus. Bleib hier, ich möchte meine Freiheit genießen. Freiheit? Du kannst nicht mal diese Insel verlassen. Jedenfalls mehr Freiheit als du. Inspektor? Ja? Ozymandrill hat Pegnos Pete angeheuert, um mich aus dem Weg zu räumen. Können Sie das beweisen? Ich habe die beiden belauscht. Hören Sie, ich ertrage Ihre hilflosen Versuche, Ihre Unschuld zu beweisen. Aber wenn Sie jetzt anfangen, ehrbare und einflussreiche Bürger wie Mr. Mandrill zu verleumden, muss ich ernsthaft in Erwägung ziehen, Sie in eine Zelle zu werfen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wie Kloßbrühe. Ich habe den wahren Dieb. Kann ich jetzt gehen? Ich bin unschuldig! Schnauze! Nun, ich finde es wirklich ganz großartig, dass Sie Pegnos Ding festgemacht haben. Immerhin gehen vermutlich hunderte von Einbrüchen auf Lucre Island auf sein Konto. Aber Sie haben immer noch nicht die gestohlene Beute gefunden. Tja, ich gehe dann mal und beweise meine Unschuld. Machen Sie keinen Ärger! Also im Prinzip brauche ich eigentlich nur noch die Termiten, oder? Den Rest kann ich doch gar nicht mehr benutzen. Taschentuch brauche ich nicht mehr. Das Parfüm brauche ich nicht mehr. Ja, okay, beim LeChuck weiß ich jetzt nicht. Kunstdinger, keine Ahnung. Termiten, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Der Stempel ist erst nachher bei dem Gericht. Brauche ich auch nicht mehr. Ich hab da eigentlich ja nicht mehr so viel übrig, oder? Womit? Ist doch gut, Leute. Meine Fresse. Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Hey, Sie sind doch der Kerl, der Pegnos angeheuert hat, um mir einen Bankraub unterzujubeln. Das ist seltsam. Ich habe gehört, dass Sie den Bankraub begangen haben. Ha! Ich habe Ihr Gespräch mit Pegnos in den Sümpfen belauscht. Was? Sind Sie taub? Ich weiß alles über Ihren Plan, die Erbstücke der Marlies zu stehlen. Ha! Ihr kleines Piratenhirn ist doch gar nicht in der Lage, die wahre Bedeutung meines Plans zu erkennen. Abgesehen davon können Sie mir ohne die Beute nichts beweisen. Und Sie werden die Beute niemals finden. Ha! Ich habe sie schon gefunden. Wirklich? Sie haben Pete's Beuteausstellungsraum gefunden? Ja. Wie sieht er aus? Es ist sehr hübsch dort. Jede Menge Beute. Sie bluffen. Aber ich wollte ohnehin gerade zum Ausstellungsraum. Und wenn ich zurückkomme, habe ich das Geheimnis der ultimativen Beleidigung gelüftet. Fassen Sie nichts an, während ich weg bin. Großvater Marley erwähnte die ultimative Beleidigung in seinem Brief. Ich frage mich, ob das wichtig ist. Duellschwerter. Einen Streit kann man auch etwas zivilisierter anfangen. Abgesperrt.
Wo ist denn der jetzt hin? Muss ich bei dem jetzt irgendwas anfassen? Bei seiner Villa? Unsichtbare Wände hier wieder. Hey, na das sind doch mal zwei Schiffe. Nein, Elaine hätte vermutlich etwas dagegen. Nein, Elaine hätte Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Das ist eine unsichtbare Wand, was soll denn bitte? Hey, Carla! Was willst du? Nun, da du ja hier festsitzt, soll ich dir etwas aus der Stadt mitbringen? Was denn zum Beispiel? Wie du... Immer noch keine Spur von einem nasenlosen Piraten? Was spielt das für eine Rolle? Wir sind alle dazu verdammt, nach Monkey Island zurückzukehren. Das heißt wohl nein. Mach weiter, Carla. Bleibt mir was anderes übrig... Hinterlässt eine Spur, habe ich nicht gesehen. Nein, will ich auch nicht.